Jesus erklärt das mächtige Herzensgebet. Euer Seufzer und eure Absicht ist alles, was zählt. 21. Januar 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Der Segen und die Gegenwart von Jesus sei mit euch, liebe Herzbewohner. Als ich heute ins Gebet kam, bat ich, bitte teile mit uns, was auf deinem Herzen und in deinen Gedanken ist, Herr. Jesus begann, das, was kommt, ist fortwährend in meinen Gedanken. Selbst meine Engel machen jetzt Überzeit sozusagen, um die Verlorenen hereinzubringen. Sie stellen Verbindungen her, damit mein Geist ihre Herzen berühren kann. Ich versuche nicht auf jene zu blicken, die sich laufend von mir abgewendet haben. Ich versuche es, aber ohne Erfolg. Ich liebe sie, Claire. Mein Herz tut weh, aufgrund der Entscheidungen, die sie getroffen haben. Aber das sind jene, die hinzukommen. Langsam, aber sie kommen. Und sie bestärken mein Herz und erfüllen das Versprechen der wiederhergestellten Seelen. Unterschätze niemals deine Gebete, meine Liebe. Ich weiß, dass du dich nicht stark fühlst im Gebet. Aber wie du heute gesagt hast, als meine Mutter erwähnte, dass der Wein ausgegangen war, obwohl ich noch nicht bereit war, Wunder zu tun, aber aufgrund ihres liebenden Herzens und dem Kummer, den sie fühlte, habe ich es sowieso getan. Siehst du, das ist eine wunderschöne Vorlage für das Gebet und die Fürbitte. Sie war immer eine, die den Schmerz der anderen fühlte, und dann kam sie zu mir mit ihrer Last. Sie war nicht nur die erste echte Christin, sondern auch die erste christliche Fürbitterin, die zu mir kam. Ich konnte ihrem Schmerz nicht widerstehen, also tat ich viele Dinge, die niemand vermuten würde, dass ich sie tat, nur weil sie mit solch aufrichtiger Liebe zu ihren Nächsten an mich herantrat. Und das ist, was ich versucht habe, euch bezüglich Gebet beizubringen. Ihr müsst nicht laut sein und in Flammen stehen, voll gewandter Worte, Tränen und Gesten. Sagte ich nicht, dass ihr im Stillen beten sollt, im Kämmerlein, und ich würde euch belohnen? Es geht nur um die Absicht des Herzens. Wenn ihr aus der Tiefe eurer Seele hinausruft, aufgrund der Notlage eines anderen, schwinge ich mich sofort in Aktion. Keine Verzögerungen, kein Vielleicht, kein nun vielleicht später. Ich werde ein besseres Gebet sprechen. Keine Formalitäten, nur der Schrei aus eurem Herzen. Ich höre ihn laut und deutlich, und auch die Engel stehen stramm, wenn sie es hören. Ihre Augen sind komplett auf mich gerichtet und sie warten auf meinen Befehl, um sich in Aktion zu schwingen. Der Schrei des Herzens löst im Himmel eine Kettenreaktion aus. Alle Seelen erkennen mich, wie ich aus jener Seele hinausrufe. Ja, das ist eine andere Dynamik. Ich rufe durch euch hinaus. Herr, dann bist du es, der mein Herz aufwühlt, zu dir zu beten? Nun, nicht genauso. Wenn ich aus euch hinausrufe, ist es, weil unsere Herzen eins sind und ich mit euren Absichten übereinstimme. Ich warte darauf, dass ihr den Ruf einleitet. Weißt du, was dich am meisten ausbremst, Claire? Der Unglaube? Ja, aber es ist ein Pharisäergeist, der dich entmutigt und formelle Gebete fordert, das Anheben der Hände oder auf die Brust zu schlagen. Keine dieser Gesten bewegen mein Herz zu handeln.
wenn sie nicht von aufrichtiger Nächstenliebe begleitet werden. Einige sind der Meinung, dass diese Gebärden das eigentliche Gebet sind. Oh nein, das ist weit davon entfernt. Erinnerst du dich an die kleine Audrey? Ja, das Mädchen, das völlig lahmgelegt war, aber wenn Menschen kamen und sie besuchten und ihre Mutter ihr die Bitten um Gebete vorlas, geschahen einige herrliche Wunder. Ich erinnere mich sogar an eine Gruppe von Frauen, die durch eine Chemotherapie ging, und sie kamen zu ihr. Und als sie sie verließen, waren die brennenden Schmerzen der Behandlung völlig verschwunden. Und bald darauf zeigten sich bei Klein Audrey solche Chemoverbrennungen am ganzen Körper. Hier siehst du das Herz eines reinen Kindes. Ich kam zu ihr an jenem Tag, wo sie fast im Pool ertrank, und sie entschied sich, mein Heilungswerkzeug zu sein. Ich zeigte ihr all die Menschen, die sie berühren würde, indem sie einfach in ihrem Herzen betete, und sie empfing demütig jenen Auftrag, Claire, und jetzt ist sie hier im Himmel mit mir. Wow, ich wusste nicht, dass sie verstorben ist, also schaute ich es nach, und ich glaube, ihr Dienst dauerte ganze 20 Jahre. Sie ertrank mit 3 fast im Pool und starb mit 23. Erstaunliche Wunder wurden durch ihre Fürbitte gewirkt. Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass sie eine sehr heilige Seele ist, die jedes Mal Ja sagte, wenn ich ihr einen Fall brachte. Sie sagte immer, ja, mein Herr. Es kostete sie viel, aber sie sagte niemals nein. Bringt mir euer Herz, betet aus dem Herzen, lasst alle Dinge aus dem Herzen hervorkommen, wo ich wohne. Seid nicht getäuscht zu glauben, dass eure Gebete wertlos seien. Dies verringert eure Effektivität. Diese Schreie des Herzens müssen Hand in Hand gehen mit eurem Glauben, dass ich tatsächlich reagieren werde. Erkennt und wisst, dass in genau dem Moment, wo ihr zu mir hinausruft, ich in Aktion trete, zugunsten jener Seele, für welche ihr betet. Ich wünschte mir von all meinen Herzbewohnern, sich daran zu erinnern und es jetzt anzuwenden in euren letzten Tagen auf der Erde. Dies wird einen Anstieg der Ernte bewirken. Viele von euch werden geschockt sein über die Frucht, die aus diesen spontanen Augenblicken resultierte, wenn eure Herzen Mitleid empfanden. Ich sage es euch jetzt, damit ihr euren Glauben immer mehr ausüben könnt. Jedes Mal, wenn ihr von einer verzweifelten Not hört oder sie seht, meine Bräute, dann stehe ich bereit. Ich warte auf euch, diese Bedürfnisse und Nöte zu erkennen und zu mir hinauszurufen und dann zu erwarten, dass ich in genau jenem Augenblick handeln werde. Oh, wie erfreulich das Gebet des Glaubens ist für mich. Oh, wie ich die Seelen schätze, deren Rufe vom Glauben begleitet sind, dass sie in ihrem Herzen wissen, dass ich ein liebevoller, barmherziger und treuer Gott bin, der sich zutiefst sorgt und nur die kleinste Provokation braucht, um zugunsten der Verlorenen und Leidenden zu handeln. Ja, ich höre die Schreie eurer Herzen. Ja, ich beantworte jene Gebete, als ob ihr die Nacht verbracht hättet in der Fürbitte. Ihr fragt mich, warum tust du das? Weil die Zeit so enorm kurz ist und mir die kleinste Absicht eures Herzens viel bedeutet. Kommt zu mir, meine Geliebten, kommt zu mir mit dem Schmerz eures Herzens gegenüber anderen, und ich werde sie in Wunder verwandeln. Gesegnet sind jene, die sich diese Worte zu Herzen nehmen und sie anwenden.